Wir haben auch immer das Problem mit den Hitboxen bei den Dingern. Dass wir dann gerne mal dieselbe Kiste nochmal öffnen, obwohl wir eine andere anvisiert haben, was aber einfach daran liegt, dass die Hitboxen zu klein sind. Zu groß sind, so rum, zu groß. Ja, Michi? Das wird eine neue Ära jetzt für uns als Streamer, wenn du nicht mehr da bist, ne? Wenn es auf einmal ein braver, netter Stream wird und nur noch wir Streamer dann halt die den Mund manchmal zu voll nehmen und nicht die Mods. Das wird ungewohnt für alle, ne? Wenn du schnell die Kisten durchgehst, werden einfach Dinge aus dem Inventar auch Waffen eingelagert. Oh, okay, das hat man noch gar nicht. Was ich eher hatte, war... Ich hatte zum Beispiel in meinem Grabstein noch einen Chitinpanzer drin, das letzte Mal. Mich hat einmal gestorben. Und wollte dann durch alles nehmen, noch den Speer und noch was anderes aufsammeln. Und ich hatte auch zwei Slots frei. Und das waren noch zwei Sachen einzusammeln. Und der Speer war einfach verschwunden dann. Alles klar. Danke dir. Habe ich seinen Look offen? Ich habe seinen Look offen. Ja. Da sehe ich's auch. Kann man netterweise noch jemand ihm schreiben, dass er nicht vergessen darf, dass das Passwort nicht geleakt werden soll? Nicht, dass er gleich in seinem Wust, weil er mit dem Kopf noch woanders ist, gleich das Passwort verraten, weil wir auf einmal 7000 neue Mitspieler haben. Bei 15 Zuschauern. wollen wir noch Giftdrüsen holen? Ja, eigentlich nur Maßnahme, ne? Na komm, warum nicht? So, die große zuerst. Wo ist er? Da. Was? Geht doch. Oh, keine Giftdrüse. Da geht der Hüt los. Aber froh, wie habe ich nicht auch mittlerweile mal genug Punkte? Ah, nee, fehlt nicht mehr viel. Ah, doch, doch, kann ich. Abklingzeit. Eine Stunde? Fuck. Gut, dann war Mira schneller als ich. Mist, ich würde eigentlich die Giftdrüse sammeln. Na, egal. Was sagt der Ingame-Tag? Das hat sich gegen Abend neigt. Gehen wir mal nach Hause. Okay, wir gehen nicht nach Hause. Wenn ich in die Base komme zum Abladen, lege ich erstmal meine Waffen in eine Kiste, dann einlagern, danach erst wieder Waffen aufnehmen. Der Mr. Speer lag, liegt bestimmt in einer Kiste. Da war keine Kiste. Es war mitten in der Wildnis und da war ein Grabstein von mir. Da wir auch erst letztens alle Kisten nochmal umgeräumt haben, hätte uns da der Speer auffallen müssen. Aber wie gesagt, der war dann weg. Und das war nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ich habe das auch mit dem Bogen mal gehabt. Das war dann einige Streams vorher, dass mein Bogen einfach verschwunden ist. Schwer zum Gruße, Bruder. Schwer zum Gruße, Bruder. Und auch an deinen Chat. Jo, danke. Ebenso. Hallo. So, Freunde. Da ist hast du dran gedacht, das Passwort auszublenden? Ja, ja. Hört. Alter, was ist denn die Musik so aggressiv heute? Junge! Ja, ich denke auch, der Fenrir könnte ein bisschen lauter sein, aber ich warte immer ab, weil bei ihm ist es manchmal so, dass das Mikrofon sich erstmal einpegelt. Ja. Beziehungsweise er dann manchmal mit dem Bart den Abstand zum Mikrofon nicht einhält. Jetzt ist Robin zu hören. Ich vergesse jedes Mal, dich zu entmuten, Robin, Alter. Ich weiß auch nicht. Huhu, Chat. Hast gehört, Michi? Du könntest eigentlich beim Fenrir immer den Moderator machen, weil da hast du wenigstens am Anfang die Ruhe vor mir. Alter, was geht denn jetzt ab? Discord total am Spacken. Okay. Komisch. Äh.
Was? Hier los. Reja, ich grüße dich, Hallöchen. So. Kafka, danke. Moin. Danke. Danke, moin. Wir haben Winter, habe ich ja ganz vergessen. Ich sehe gerade, Tommy und Michi waren wohl beide gleichzeitig am Klicken, was die Sperre von einem Bot angeht. Gesperrt, aufgehoben, gesperrt. In derselben Sekunde. Wo eierst du rum? Ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Ah, okay. Hab schon 2 Tage geerntet. Winter war eigentlich schon mitten am Tag weg, aber kaum bist du da, ist er wieder da. Hatte gerade cool. Noch schön Frühling hier. Alter, was ist da mit dem Discord? Was ist denn los? Gerade noch Frühling. Sowas in der Art. Na, mach mal neu Connect. Ja, bin gleich wieder da. Bis gleich. Hatten wir Pilze und Beeren? Nein, hatten wir nicht. Davon hatten wir auch nichts. Davon haben wir ein bisschen. Jetzt wieder Köpfe. Und hier waren eigentlich nur Köpfe und Augen. Hier hätten wir Eier. Haben wir aber nicht. Können wir nochmal Blüten reinknallen. Gedärme, Flügel. Seid ihr? Achso, die Beine. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Du mich auch? Ja, jetzt ist besser. Okay. Oh, wer weiß, was das wieder war. So. Oh, manchmal spinnst du einfach. Ist halt noch Discord, ne? Es ist, erstmal gucken, was ich so im Inventar habe. Nichts außer alles, was ich brauche. Das ist sehr gut. Das klingt grundsätzlich vernünftig. Übrigens, ich habe jetzt hier drüben mal, bei der, die hier vorm Fenster steht, habe ich eine Getreide-, Mehl- und Ölkiste eingerichtet, weil wir das irgendwie alles irgendwie noch brauchen zum Kochen. Ja. Aber Mehl ist halt sehr unergiebig, ne? Ja, das stimmt. Da brauchst du einen Arsch voll Saaten für so ein bisschen, ja, Mehl, ne? Also da kriege ich deutlich mehr Öl raus, was wir wiederum für die Tränke brauchen. Deswegen mache ich erstmal nur Öl. Emil schreibt, das ist der kostenlose Roboter-Voice-Changer von Discord. Übrigens, die letzten Updates sind nicht unbedingt erfreulich. Ich habe gerade, lass mich lügen, 7 Bienenstämme ausgelöscht und keine einzige Giftdrüse ist bei rumgekommen. Okay. Achso, ich muss das Bild auch noch umschalten. Alter, ich mache Sachen heute. Ich bin völlig neben der Spur. Und wir wollen Bosskämpfe machen, ja? Nee, ich bin ja nicht betrunken, oder? Ich habe 2 Bier getrunken auf dem Geburtstag, also. Aber, weißt du, so hier reinhetzen. Schon die Tatsache, dass du gleich daran denkst, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du doch einen drin hast. Nee, eigentlich nicht. Weil ich dachte gerade eher daran, dass du einfach bloß durch bist heute mit dem Kopf. Grüß dich, hallo, mein Lieber. Ich bin halt nur ein bisschen verwirrt gerade, das war gerade alles ein bisschen hektisch. So. Dafür hast du mich ja. Ja, so sieht's aus, Gandalf. Warte mal, essen wir hier. So. Drin? Fuhr, wie geht's dir, alter Schwede? So, so. Dann nehme ich lange nicht mehr gesehen. Wieder den Pudding. Genau. Pudding! Was? Was? Pudding! 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 So, warte mal, was sagt das mobile Zeiteisen? Das sagt, es ist Bettzeit. Gleich? Was haben wir denn? Hier habe ich das drin. Den brauche ich noch nicht. Alter. Was? Also am Bellingsing müssen sie echt noch was arbeiten hier für die Rezepte, finde ich. Okay. Alter, ist so viel passiert. Jahre zum Aufholen hier oben. Andrea? Ja? Kriegst du die Kiste hier auf? Ja. Dann leg mal bitte das Mehl und das Getreide hier rein. Ich krieg's ja nicht geöffnet. Er leckt ein bisschen, ne? Ja. Aber das kenne ich schon vom Valheim-Server von Kai. Genau. So, weißt du, erstmal 8000 mal klicken, bevor so eine Truhe aufgeht. Liegst du schon im Bett oder was? Nö, ich hab noch umgeräumt und eingeräumt hier. Ah, ich dachte schon.
So, Pfeile habe ich vorbereitet schon mal, jeweils 100 Stück. Normale und Feuerpfeile für mich. Mhm. Feuerpfeile habe ich 35, sehe ich gerade. Ja. Pflaster haben wir fast eine ganze Kiste voll von den besseren Haiepflastern. Und jetzt war ich gerade noch Material für Tränke holen und würde da auch gleich nochmal nachlegen. Aber vorher können wir pennen, wenn du willst, und das ist irgendwie erstmal hell. Ja. Machen wir so. Aber bestenfalls ist dann auch bald der Winter rum, dann brauchen wir keinen Sauerampfer mitnehmen. Da habe ich mich auch noch einen Schwung geholt. Ja, ah, siehst du, ich wusste, dass du die Zeit sinnvoll rumkriegst. Ja. Na, also ich hab mir gedacht, wenn wir heute Bosskämpfe machen, dass ich dann halt lieber erstmal für Heilung sorge, weil Nahrung haben wir ja in der Kiste voll. Ja, ich gehe davon aus, dass wir heute 2 bis 3 Bosskämpfe hinkriegen, aber dann guckt Kai doof am Ende. Na, ich glaube, er hat auch schon den dritten gemacht. Wenn ich mal mir seine Folgentitel angucke und Thumbnails, so ist er glaube ich schon bei der schwarzen Hornisse gewesen. Die schwarze ist der vorletzte, ja. Ah. So, Nektarblütensaatenöl. Also da ist er genauso weit wie ich. Mann! What? Kannst du bitte mal Saatenöl hier aus der Kiste rausholen? Ich soll's da eben erst reinlegen. Wie viel brauchst du? 20? Gib mir einfach erstmal alles, was drin ist. Ich versuche jetzt so viele Tränke wie möglich herzustellen. Nein, Michi, wir bauen nichts. Das weißt du aber auch, dass wir nichts bauen werden. Der kann nicht. Ich krieg keine Kiste mehr geöffnet. Was ist denn jetzt los? Okay, das macht keinen Sinn. Beend mal kurz das Spiel, bitte. Ja. Wechseln da vorher das Fenster. Oh, ja. Fufu wirft mit 100 Gulden um sich. Vielen lieben Dank. Alter Schwede, kommt jetzt rein nach 15.000 Jahren, weißt du? Zum ersten Mal wieder und ich bin raus. Jupp. Und haut gleich erstmal 100 Gulden raus. Lieben Dank. Toll, und ich habe jetzt Bock auf die unendliche Geschichte. Danke, Fufu. Alter Kollege, kenne ich jetzt auch schon. Boah, 6 Jahre oder so. Ja, Bildschirm. Danke, Michi. Ich habe noch nichts gemacht, Robin. Nicht ausrasten. Ich bin die Ruhe selbst! So, ich bin noch gerade am Joinen und jetzt müsstest du auch wieder können. Mhm. So, kann ich denn die Kisten jetzt öffnen? Komischerweise ist mein Hunger auf einmal weg. Ich hatte eigentlich noch was gegessen. Ich kann Kisten öffnen! Yay! Gut, Nektar und Blüten. Nicht wundern, warum er mich Umbri nennt. Mein Nickname vorher auf YouTube und so, überall war Umbra Nocturna. Ist aber auch schon. Nee, du kennst mich nicht mehr als Umbra, oder doch, Robin? Nee, ich kenn dich nicht als Umbra. Weil das wäre mir in Erinnerung geblieben wegen Umbra et Imagus. Ja. So, Bild wieder umschalten. So. Kriegst du jetzt die Truhen auf? Ja. Ja, hat's halt. Pass auf, jetzt krieg ich keine Truhe mehr auf. Doch, geht. Also für dich wäre es ja einfach schnell neu zu joinen. Ja, ich habe noch einmal Saatenöl hier. Ah, gut. Ja, kannst wieder. Okay, gut. Wir haben zu wenig Nektar. Also ich hab die Kiste jetzt so gut wie möglich mit Heiltränke gefüllt. In der unteren Kiste sind dann die Heilpflaster, falls du die suchst. Ja, warte mal, was habe ich denn dabei? Ich habe noch 7 Heilpflaster, Antigift-Trank. Ja. Antigift? Ich weiß nicht, werden wir jetzt Antigift bei einem Boss brauchen? Bei dem hier nicht, nee, bei dem ersten. Bei dem zweiten auch nicht, ne? Doch. Okay. Dann müssen wir nochmal Gift holen. Ja, das kriegen wir dann sowieso, weil wir müssen durch den Sumpf. Und das, hat ja jede zweite Spinne eine Giftdrüse. Achso, für den zweiten Boss dann meinst du, oder was? Ja, genau. Der zweite Boss, da brauchen wir Gifttränke. Also müssen wir allein schon in den Sumpf, um Gifttränke herzustellen, um dann wiederum durch den Sumpf durchzukommen, um wiederum Gifttränke verwenden zu können, sowohl beim Durchkommen als auch beim Boss. Genau. Ich geh Bienen jagen. Bienen geben sowieso nicht wirklich viel. Aber die Großen bringen doch manchmal, ne? Nein. Du musst die Wespen jagen, Alter. Naja, die Großen. Nein, das sind Wespen und keine Bienen. Da hinten an den Stufen. Ja, da bin ich auf dem Weg hin. Ja, ich folge dir gerade unten auf, fertig. Am Abstürzen. Ich sehe dich gar nicht.
Übrigens, Fun Fact: Man fliegt jetzt auch ohne Ausdauer einfach weiter. Okay. Emil, vielen lieben Dank für dein Gifted Sub an Fufu. Dankeschön, mein Lieber. Warte mal, ich habe hier ein Käferlein. Das alte Käferschwein. So. Brauchen wir noch Käferherzen und so? Ja, ja, aber nimm mit. Jetzt, wo wir endlich wieder ein bisschen Platz haben, geht das ja, ne? Ja. Können wir eigentlich alles einstecken? So, Giftdrüse 1. Ja, aber bei den Spinnen ist es halt effektiver, ne? Und wie gesagt, bevor wir den Boss da im Sumpf machen, ja, müssen wir sowieso nochmal in die Base. Und da werden wir genug Spinnendrüsen haben. Weißt du, was ich meine? Also wir müssen jetzt nicht hier auf Krampf Giftdrüsen farmen. Wir kriegen eh genug am Ende. Okay. Da hat sich gerade einfach bei mir ein Schuss gelöst, obwohl ich gar keine Maustaste gedrückt hatte. Ist ja wie in der Pubertät damals. Oh, mir ist zu kalt, ja. Gut. Oh, stimmt, gute Idee. Ah, ich habe keinen Sauerampf eingepackt, Scheißendreck. Futter mal eine Suppe, Junge, ist hier wieder warm. Alter, Suppenfresser. So. Macht mir das beim Rauchen nicht nach und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja, und der Robin hat außerdem kostenloses Emote dafür. Fun Fact, die Werkbank, die wir hier vor mehreren Streams aufgestellt haben, hat null Schaden bekommen bisher. Okay. Ja, du kannst es ja auch mittlerweile ausstellen, ne? Dass Dings außerhalb der Gebäude Schaden bekommen. Ah, okay. Dann habe ich das wahrscheinlich automatisch schon aus. Das kann schon sein, ja. Hat du mal eine Suppe für mich? Ja, wo bist du denn schon wieder? Da hinten. Hast du jetzt da unten nochmal eine extra Werkbank gebaut oder war die schon vorher? Nein, die stand da halt. Lol. Ja. Dankeschön. Ich habe ja gehofft, es wird langsam mal Frühling, aber irgendwie will der noch nicht so richtig. Na, wie lange ist denn schon Winter? Alter, ja, schon seit letztem Stream. Ach so, ja. Ja, letzter Stream schon und jetzt schon zwei weitere Tage, die ich jetzt hier rumstiefel. Ja, dann müsste bald wieder Frühling sein. Ja. Ich glaube, 180 Minuten ist, glaube ich, noch eingestellt, also Standardeinstellung. Ja, dann sind es 3 Stunden Winter, ne? Weißt du Bescheid? 3 Stunden? Bei 180 Minuten? Ja, 6, 12, 18, 60 Minuten hat eine Stunde, oder? Ah ja, stimmt. Ja. Alter. Dann sind 3 Stunden Winter. Ja. Aber ich habe das echt so lange? Auf Minimum, auf 120 Minuten. Ich muss mal kurz Fenster wechseln, weil ich jetzt nicht weiß, wenn ich auf Server gehe, ob das Passwort eingeblendet wird. Achso, ne, ich kann hier keine Einstellungen durchswitchen. LOL, ich habe einen Ping von 0. Super. Das ist, okay. Ja, beste Voraussetzung für einen Hoster. Ja. Mathe, genau. Mathe, Augenkräuseln. Jo, weiter nehmen wir es auch vorbei. Nochmal. Geht doch. Ups. Den hat's aber aus dem Leben gerissen jetzt, ey. Blub, 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 blub. So, wieder 3 Giftdrüsen. Zu Hause haben wir noch 5. Das heißt, das sind nochmal 8 Widerstandstränke. Giftwiderstandstränke, die großen. Mhm. Oder? War das immer eine oder 2 Giftgrößen für den größeren Trank? Zwei, das sind. Ah, scheiße. Ah, ne, da brauchen wir mehr von. Weil wenn wir durch den Sumpf durch müssen, wird es ein Weilchen dauern, ne? Nö. Naja, bei uns schon, weil wir wieder alles erlegen, was sich bewegt. Ja, ich sag nur, ich kenne ja den Weg. Aber pro Sumpf, hier ist schon wieder Sumpf. Ja, Decker! Komm da raus. Grüß dich! Na, Decker, alles fit? Willst du jetzt im Sumpf rumpimmeln oder was? Nee, wollte ich nicht. Ich bin schon auf dem Weg zurück. Okay. Sehe dich bloß irgendwie nicht. Ach, da. Ja, ich glaube, 3 Bosse werden wir nicht schaffen, weil wir müssen ja mittlerweile zwischenzeitlich auch nochmal Matz farmen gehen. Die nächsthöheren Ausrüstungen, weißt du?
Ah, wir sind noch Erdbeeren. Mhm. Auch blödsinnig, ne? Im Winter. Das sind Winterbeeren. Die original Wintererdbeeren. Ja. Extra süß. Ja. Weil viel Sonnenlicht durch Schnee, der es reflektiert. Die werden nämlich jetzt auch von unten bestrahlt, deswegen sind die süßer. So, Fuhr, merkst du, jetzt Biologie. Eben Mathe, jetzt Bio, hier ist nochmal Schule, Alter. Und wenn wir hier noch Mats haben, dann müssen wir ein Ritual machen und damit bestäuben wir dann den Storch, der wiederum die Kinder bringt. Was zum Mat? Weißt du Bescheid? Zu wenig offensichtlich. Offensichtlich zu wenig. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Boah, Alter, hast du ein Glück. Wer, ich? Armutze. Ne, die Armutze. So. Komm ran und tu Klappstuhl. Ich habe das Gefühl, man hat zwar eine Animation, wie weit die Pfeile fliegen, aber tatsächlich die Schadensbegrenzung ist kürzer berechnet. Das kann schon sein, ja. Vor allen Dingen machst du auch irgendwie random Schaden mit dem Ding. Der Chitinspeer ist übrigens stärker als vorher, habe ich das Gefühl. So ein Gerberbock kriegt von mir nur noch 2 Stiche ab, ist er weg. Wir hatten auch drüber gesprochen, das wird auch mit der Rüssi irgendwie besser. Habe ich den Eindruck. Stimmt, da war ja auch noch was. Ja. Also mit jeder besseren Rüstung bist du auch irgendwie, ja, anders drauf. Konstitutionsmäßig und so weiter und so fort. Jetzt kommt dann wieder alles probieren. Bogen sollst du nehmen. Das wird jetzt nicht mit dem Gezitter hier, oder? Plong, doch wird was. Wow. Au. Gib mir die Käferlymphe. Okay, ich habe hier eine Gottwespe. Eine was? Eine Gottwespe. Sie kann nicht getötet werden, sie reagiert aber auch nicht, wenn du auf sie schießt. Sind Silence und Wildy eigentlich noch aktiv? Keine Ahnung, seit längerem nichts davon gehört. Was wäre? Ach, hier frühere Community. Waren 2 Mitspieler von mir. Mit Silence habe ich meine erste Staffel The Forest gespielt damals. Auf YouTube. Mhm. Kriegst du die Wespe da oben an diesem Mininest gehittet? Nein, die kriegst okay. Du nicht gehittet. Da kannst du draufschießen, was du willst. Ja, gut, die Info hätte ich vorher gebraucht, hätte mir wahrscheinlich 20, 30 Pfeile gespart. Ja, musst du mich mal vorher fragen, ich sehe ja nicht, was du machst. Die kriegst du da, die backen auch überall, in jedem Spielstand, hängen die da oben drin und machen doof. Kannst du mir bitte noch Eissüppchen geben? Ah ja, genau, ich wollte ja auch eine Suppe essen. Warte, kriegst du? Brüderlich geteilt, schwesterlich beschissen, ne? Dankeschön. Bitteschön. Ich habe vorhin auch noch welche nachgekocht, weil ich mir schon dachte, es wird wieder ein Weilchen dauern, bis wir wieder Frühling haben. Hier sind nur B-Mutzen. Warte, hier oben sind auch Wespen, komm mal mit. Die hat nicht mal gemerkt, dass sie angegriffen wurde. Ach was, ich kann dir einen guten Tipp geben, Robin, ne? Wenn du von oben kommst, also im Flug, ja? Sind die Gegner wie, verwirrt, wenn du denen dann einen Hit gibst von oben. Die sind wie verwirrt. Ich hatte das heute bei einer Tarantel, sag ich schon, bei einer Witwe, ne? Bin ich von oben gekommen, hab draufgeschlagen, die wusste gar nicht, was los ist. Die hat sich als im Kreis gedreht und das mehrmals, also bei mehreren Witwen.
Das hatte ich so ähnlich vorhin auch bei so einem grünlichen Käfer. Der hat erst gar nicht geschnallt, dass ich ihn angegriffen habe. Aber was mir heute aufgefallen ist, du bekommst keinen Sneaky-Bonus, ne? Nee, das nicht. Jetzt spinnt Discord schon wieder rum. Was ist denn da heute los, Alter? In den Kopf. Durch das versetzt geschissen? Wusste die ja nicht, wo sie zuerst hinfliegen soll, ne? Ja. Oh, das war aber gemein von dir. Wow. Mann, dass ich immer noch... Ach. Rechte Maustaste drücken und gedrückt lassen eine Weile, dann hört er auf. Ja, also dann ich weiß nicht warum, aber ich muss immer zweimal drücken. Komisch. Ja. Oh, eigentlich können wir noch Klofi mitnehmen hier, wenn wir schon mal hier sind. Ja, ich nehme mal die Wespe da oben noch mit. Ach, das. Und da ist noch eine. Oh, ich habe null Material für eine Werkbank. Schön. Möb. Ach, jetzt hab ich's. Warte, ich schmeiß es dir weg. Dann, du hast ja die Dinger. Hier. Jo. Du hast nicht zufällig Mats für eine Werkbank dabei? Oh nein. Hab ich nicht, nee. Eigentlich sollte ich immer eine Werkbank-Mats dabei haben. Ich sag's gerade noch. Wespe, Robin, tot, hier. Achso, bin woanders lang gelatscht, sorry. Aber wird das gerade wieder dunkel? Verwenden? Nee, es ist stürmisch. It's windy draußen, weißt du? Was hat denn Randy jetzt damit zu tun? Nur weil wir leiten können, sind wir nicht später. It's windy because Gott hat einen fahren lassen. Okay. Dadurch sind wir ja auch entstanden. Alter, da musst du aber ordentlich vorhalten. Na komm her, warte. Komm. Und plupp. Tot. Den Stiftgachel auch mitnehmen. Was, Stiftgachel? Giftgachel. Kennst du nicht Wechselstaben verbuchteln? Boah, noch viel Holz, Mann. Ich lasse jetzt übrigens überall die Werkbänke stehen, welche ich unterwegs repariert habe, in der Hoffnung, die sind beim nächsten Mal einfach noch da. Ja, das kann durchaus möglich sein, dass das so ist. Ich habe doch gerade was Geflattertes gehört hier. Sorry, Brot gegessen. Ach, leichte Flatulenzen. Aber es wird gleich dunkel, ja. Ah, ich vergesse das immer. Ich habe bei mir echt die Tageslänge auf Maximum gestellt. Okay. Dann hast du aber auch dementsprechend längere Jahreszeiten. Ne? Nö, das kannst du separat einstellen. Nee, ich meine, wenn deine Tageslänge auf Maximum ist, dann dauert es bei dir länger, bis ein Tag rum ist. Dadurch folglicherweise ja auch die Jahreszeiten. Genau, und wenn Winter ist, stelle ich das alles wieder um und dann ist schnell der Winter vorbei. Ist das unser Baum? Ich glaube nicht. Ist doch egal, wir können auch umziehen. Naja, nee, das ist doof. Da sind wir zu weit weg. Von dem Ort, wo wir sind. Wir sind jetzt oben bei Kalif. Unser Baum ist unten bei Skadi. Ja und? Bis wir unten sind, ist es schon nächster Morgen. Ach Quatsch, der ist auch da hinten. Ich sehe ihn doch von hier schon. Ich sehe dich nicht mal. Wo bist du? Hier, um die Ecke. Warte. Jut, dann nehmen Sie mal vor, Herr Orientierungsmann. Ja, wir müssen noch da. Weißt du, hier so, da hinten ist unser Baum. Der dort, genau vor uns. Huch. Wann hast du den Weg? Ja, das hasse ich wie die Pest. Weißt du, was ich hasse wie die Pest? Im Flug zu zielen. Warte mal, ich habe hier irgendwie eine Ameise am Arsch. Was? Bist du immer noch nicht tot? Hä? Moin! Warte, richtige Waffe und ins Gesicht. Schon wieder am Frieren hier. Alter Schwede. Wow.
Wenn man sich gewohnt ist, dass man mittlerweile gleiten kann, ne? Man sieht die Schlucht und denkt sich so, oh geil, kann gleich wieder Inventar holen und dann, ach ja, man kann ja gleiten. Ja, hier ist unser Baum. Siehst du, war doch gar nicht so wild. Na gut. Ich sag ja, ich bin es nicht gewohnt, dass wir mittlerweile gleiten können. Stell dir vor, wir hätten das alles laufen müssen. Was geht? Also mittlerweile finde ich, geht das irgendwie auch alles schnell. Momentan trage ich ja eine Rüstung, ne, die nicht fliegen kann. Mhm. Und ich habe immer nur, wenn ich von weit weg will, also wirklich weit weg und ganz schnell machen muss, dann ziehe ich mir die Flügel an und kletter irgendwo hoch um. Weil ich habe immer mein Rückenstück mit, also mein Bruststück für die Flügel. Aber wo hoch? Kommst du endlich mal? Also. Alter, frier dich nicht so tot. Was ist denn mit dem? Und Decker, ich hoffe mal, es geht dann bald wieder besser. Weil er gerade geschrieben hat, dass es... Na, ihr habt bloß geschrieben, könnte besser sein. Ja, dann drücke ich auch mal die Däumchen, Decker. Ja. Und denkst du noch dran, dass du noch heute dich verabschieden musst heute von niemandem? Michi. Ja, Michi oder nicht? Ja, genau. Ja. Also ich habe schon vorhin gemacht. Ja, ja. Ein paar ehrenhafte Worte gesprochen. Ja. So, Leute, machen wir es mit dem Rauchen nicht nach, weil kostenloser Emote und das nervt euch sowieso, wenn ich jetzt den ganzen Spruch mache, aber ich sag's trotzdem, macht mir nicht nach. Also ich sag dann zu Michi, mach's gut, du Arschloch. Ehrenhafte Sprüche. Ja. Und sagt er bestimmt auch noch, und wie ich Michi kenne, sagt er bestimmt auch danke. Ja. So, warte mal. Nee. Leck mich. Super. Gut, Michi. Ich will endlich Beschriftung, ey. Ach, sag mal, Ameisenköpfe hatten wir noch gar nicht mehr auf Vorrat, wa? Wie ich gerade sehe. Irgendwie nicht, nee. Na gut, dann kommen die zu der Köpfe- und Augenkiste. Warum kriege ich dann schon wieder das Inventar nicht geschlossen hier? So. Die waren wohl alle leer. Natürlich, klar. Was denn? Die Kisten auf der rechten Seite. Hä? Alles gut. Ja? Nee. War noch gut gefüllt? Was hier? Nee. Hier drüben in der Werkstatt. Da war doch jeder einzelne gefüllt. Außer Saatenöl. War das noch? Na, aber doch nicht auf der Seite hier. Ach so, die sind alle leer. Nee, die nicht, nee. Ja. Sag ich doch. Sag's doch gleich. Hast du noch die Giftdrüsen am Start? Ja, aber es müssten drüben im Lager auch noch welche rumflattern. 5 Stück oder so. Ich will Beschriftung. Hab ich das schon mal gesagt heute. Alter, leck mich doch im Arsch, ey. Hab sie. Ah, komm, hier kriegst du die 2 von mir auch gleich. Flom. Also, dann haben wir 12 Stück. Mit 12 Stück kommen wir schon weiter. So. Dann noch die gekochten Pilze und Saatenöl. Für die 10 Minuten Giftwiderstand. Die gekochten Giftpilze. Skol. Die gekochten Giftpilze. Die gekochten Giftpilze. Alter, ich werde die Beschriftung! Das ist unglaublich. Die waren doch hier schon irgendwo. Wo habe ich die reingeworfen? Ich werde bescheuert hier. Ach, hier. Wow, ganze 7 Stück konnte ich herstellen, jetzt ist mein Stack voll. Das ist doch in Ordnung, wenn einer
voll hat, ist doch gut. Kann ja abgegeben werden, weißt du? Ja, ja, dann kriegst du auf jeden Fall die Hälfte. Das war alles gar kein Problem. Jetzt gehen wir mal pennen in der Hoffnung, dass morgen der Winter rum ist. Warte, jetzt muss ich erstmal wieder Zeugs wegräumen. Ja, das ist auch mal schlimm, ne? Aber das ging jetzt schnell. Weil Giftdrüsen sind jetzt wieder alle. So. Flumm. Plopp. So. Nee, es ist immer noch Winter. Boah. Apropos, da erinnerst du mich an was? Ich nehme jetzt endlich wieder Sauerampfersuppe mit. Ja. Anstelle von Pudding. Macht ja auch 50 satt halt. Mhm. So. Den Stapel hier noch teilen und dann lege ich dir schon mal die 5 Giftwiderstände unten rein. Oben rein. So. Aber wir gehen ja vorher alles wahrscheinlich erst noch den ersten Boss machen, wo wir ja kein Antigift brauchen, ne? Wir gehen jetzt den ersten Boss machen, ja. Gut. Würde ich sagen, dass wir da gleich uns dran machen. So. Und hab nicht so viel Angst, der ist gar nicht so schlimm. Wir sagten, dass ich Angst habe. Ah, ich hab schon viel gehört. Hilfe! Ich meine, alleine versehentlich reinrennen ist eine andere Geschichte wie, okay, wir gehen den jetzt erlegen. Ich meine, wer hat mit einer Community zusammen 4 Drachenmuttis gleichzeitig gemacht? Wer hat alle Bosse in der eigenen Base beschworen und sie trotzdem besiegt? Ja, ich kenne da so 2. Warum fliegen wir eigentlich nicht? Ja, das frage ich mich. Warte, aber dann von weiter oben starten. Ja. Hier. Dann hau dir eine Suppe rein. Hab ich schon. Richtig. Nö, ich glaub. Na doch, nach Süden müssen wir. Doch, ja, stimmt schon. Wow. Geil. Ich warte auf den Moment, wo es irgendwann so weit kommt, dass du irgendwo durch die Gegend wandest und dann flieg ich vorbei und dann. Geil! Oh yeah. Oh, Schubidu! Ja, gern wie du! Jawohl! Das war doch unten bei dem Boot, oder? Ja, ich würde vor dem Boot landen, irgendwo auf dem Felsen oder so. Okay. Auf dem Felsen landen, ja? Mit Bremse oder ohne Bremse? Ja, ich würde ein bisschen abbremsen. Ja. So Leute, für alle, die es nicht mitbekommen haben und gerade noch im Log sitzen, Boss Nummer 1 ist jetzt in der Mache. Jawohl, alle, die im Log sitzen, Boss Nummer 1, hol Bogen raus, Robin, den ersten kriegt er mit dem Bogen. Ach so. Also Bogen und Speer dann in dem Fall, ne? Nein, Hammer. Also Keule, Gift-Keule. Hä? Den kannst du den Bogen rausholen? Ja, jetzt erst Bogen. Ach so. Dann kriegt er mit dem Bogen ein. Ich sag schon da. Gut. Warte. Okay, warte, dann lass mich auch Ausdauer nochmal hochziehen. So, bist du soweit? Jo. Bogen raus, zielen. 3, 2, 1, Feuer. Wow. Wow. übrigens, wir kriegen den auch von hier platt, der reagiert nicht. Au, du Sackarsch. Penner, oh Alter. Weg, oh Gott. Geht doch. Seht ihr mal ein Dings hier, Bums. Ja. Nix da. Bumsi. So, fertig. Wollen wir noch ihn? Ja. Nö, nimm's Auge. Oder hier sein Geflutsche. Ich seh's gar nicht. Hast du schon aufgenommen? Ja, jetzt mal hast du irgendwas genommen, oder nicht? Nö. Hä? Guck mal im Inventar. Nee, ich hab's. Gespaltetes Nashornhorn. Schmeiß mir mal zu, bitte. Ja. Danke.
keine neuen Rezepte. Wow. Ich habe übrigens mehr Schaden bekommen als durch ihn. Ich habe Giftschaden gehabt. Das. Oh, habe ich dich erwischt? Ja. Das Ding müssen wir jetzt Scully bringen, das Horn. Ach so. Das gibt dir nichts, das behältst du auch nicht. Das gebe ich dir Scully. Und die leitet uns dann wohin weiter. Danke, Michi. Der Michi ist heute ganz lieb und ganz nett. Ich glaube, der ist auch ein bisschen wehmütig. Ja, ich glaube. Er hat mir gerade gratuliert. Wow. Es kommt gleich wieder ein böser Spruch, Wette. Ja, weil ich es erwähnt habe. Ja, kommt gleich wieder. Ich habe dir gratuliert, weil du unfähig bist. Ja, Gratulation, dass du es geschafft, ohne einmal zu sterben. Cooler, cooler. So, Leute, spektakulärer Boss Nummer 1. Oh, viel zu hoch. Was wolltest du machen? Eine Wespe noch erledigen, aber es sind Bienen, wie ich gerade sehe. Dann lass ich es doch sein, spare ich mir die Muni. Das sind Bienen. Will ja gut in Erinnerung bleiben, sag, schreibt er. Nee, Tanja, mit GW meint er nicht Gurkenwasser, sondern Glückwunsch. Gurkenwasser. Das Bruderschwein hebe ich mir für den zweiten Boss dann auf. Ist auch okay. Ja, der ist schon ein bisschen ekliger. Der zweite Boss ist echt eklig. Beim zweiten Boss, wenn es dann wirklich Bruderschwein gibt, würde ich sagen, baue ich mir einfach ein Bett und eine Werkbank. Vorher. Damit ich, falls ich umfalle, gleich wieder reinhüpfen kann und den angeklacksten Boss weiter bearbeiten kann. Na, dann darf ich ja wieder. Ich darf ja nur den Kampf nicht mitmachen. Den ersten. Und wenn du den verloren hast, darf ich ja wieder mitmachen. Na, wenn er jetzt aber eine angeklackste Hitbox hat, also eine angeklackste Lebenspunkte-Balken hat und ich sofort reinjoine und dann wieder draufstürze, ist ja eigentlich noch der erste Kampf, ne? Eigentlich. Ja, also ich gehe davon aus, dass das so ist, bis man tot ist, ne? Also. Ja. Aber ich sterbe nicht richtig. Ich werde ja einfach wiedergeboren. Ja. So, moin! Hey, Vorhaut! Wie schön, dass du doch ganz bist! Habt ihr das Nashorn gebracht? Horn gebracht vom Horn. Nashorn, Käfer, Horn. Du hast es geschafft. Ich kenne dieses Horn. Dieser Käfer ist einst durch die Sümpfe gezogen. Keine Ahnung, was er am Strand zu suchen hatte. Hat mich sofort angegriffen. Das ist sehr ungewöhnlich. Geh mal zu Lisandra. Sie könnte mehr darüber wissen, weil sie eine Expertin für Kreaturen der Sümpfe ist. Karte aktualisiert. Gecko-Leckerei entdeckt. Robin, wir müssen den Boss gleich nochmal machen. Ich krieg nämlich den Fortschritt nicht. Ah, okay. Bevor du gehst, bitte nimm zum Dank dieses Rezept. Dieses Gecko-Leckerei ist sehr effektiv, wenn es darum geht, die Geckos am Strand zu beruhigen. Sind sie erst einmal gezähmt, geben sie sehr treue Gefährten ab. Danke. Ja, Matthias, sofort, geht gleich los. Also müssen wir warten, bis der wieder respawnt. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert denn das? Wollen wir einfach auch neu connecten? Ja, können wir schnell mal machen, klar, hast recht. Dann landen aber wir Feuer auf dem Boden. Feuer auf dem Bilmruf? Nee, da sind wir dann automatisch. Automatisch, okay, dann machen wir speichern. Ja. Gehst du zuerst raus? Denk ans Bildwechsel. Ja. Dann kann ich mir gleich reparieren, das ist auch ganz praktisch. Genau. Oh, ganz kurzer Bildwechsel. Ist ein bisschen Exploit jetzt? Ja. Aber bevor wir es unnötig in die Länge ziehen, Leute. Genau, wir wollen ja was schaffen. Sagen die, die immer noch hier festhängen. Also, warte mal kurz da? Jetzt. Warte. Ich hab's nicht aktiviert mit dem, dass man es deaktivieren soll, das Gebäude durch Schaden, durch Wetterschaden nehmen. Okay, so.
Dann, Matthias, auf dich, Slanger. So, bin wieder da. Ja, da ist er. Und Inventar wieder voll mit Zeugs, ne? Du greifst ja auch alles an, was dir auf dem Weg entgegenkommt. Klar, Lootfinger. Nur so kommst du an die Matzen, ne? Also nicht immer nur dann, wenn du sie brauchst, holen gehen, sondern wenn sie da rumliegen, sammeln sie ein. Ja, deswegen Lager gigantisch groß, weißt du? Obwohl das ja noch für unsere Verhältnisse klein ist hier. Ja, das stimmt. Habe ich auch irgendwas einstecken? Nö, natürlich nicht. Ganz Profi. Nichts mitgenommen. Soll ich einen Fix alleine machen gehen oder wolltest du nochmal mitkommen? Ich komm gleich mit. Ich will bloß nur schnell hier mein Zeugs wegräumen. Ja. Wo hat man Kakerlakenfleisch? Ah, ein schöner sonniger Tag im Schnee, das ist auch was Schönes. Hat man diesen Winter echt viel zu wenig sowas, ne? Sonne und Schnee gleichzeitig. Fand ich, war dieses Jahr nicht so drin. Oh, bei mir ging's. Ja, bei uns überhaupt nicht. Entweder grau und Schnee oder grau und fisselig. Scheißwetter. Wo ist er denn hin? Oben auf dem Baum. Ach, da oben. Das ist so hell da oben, dass ich kaum die Leuchte sehe von dir. Kurzer AFK, alles klar, Gandalf. Alles gut. Also für Meeresverhältnisse habt ihr gerade eine Bauhütte gebaut. Ja, stimmt. Für Meeresverhältnisse ist es gerade mal eine Bauhütte gewesen hier. Boah, dass ja immer diese letzten Wipfel hier nicht hochkommt, ne? Ja. Boah, nicht schon wieder Ast. Wieso kannst du da drauf landen? So, ich fliege jetzt durch. Ah, ich habe mein Bild nicht umgestellt. So, jetzt aber. Danke, Matthias. Ich bin heute echt neben der Spur, ich weiß auch nicht. Ich fliege einfach immer noch. Ich habe null Ausdauer, er fliegt immer noch. Naja, fliegen kann er, aber er sinkt dann halt, ne? Nö. Also ich hätte schweben können jetzt. Ich bin auf dem Boot. Na dann. Aber er ist nicht da, oder? Doch da. Doch. Feuer frei? Schießt du mich? Ich seh dich ja. Oh, irgendwie ist es kaum Unterstützung, was ich dir mit Pfeil und Bogen geben kann. Komm ich lieber mit nach unten. Auf, ich Idiot! Ist dein Ernst? Fallschaden. ich hab irgendwie vergessen, dass man ja auch Fallschaden bekommt. Wow, Alter, jetzt macht er mal doof. Plopp, ja. Aber hey, es ist Frühling. Schön. Ey, wow, geil. Ich merk's jetzt auch. Ich musste nur einmal sterben. Das war die Opfergabe für den Frühling. Ja. Freya wollte dich bluten sehen. Boah, Alter. Komm her. Boah, ey. Du kleiner Pisser. Nämlich, ich glaube, die Mira hält sich nur zurück, weil sie mit den anderen Projekten schon zu viel um die Ohren hat, als dass sie hier auch noch eskalieren könnte. Ich sehe euch schon, bin gleich da, kann die Agro gleich ziehen. Wenn ich nicht gleich wieder eine Bruchlandung hinlege. So. Nun kommen sie mal her, junger Käfer. Aber warte, jetzt haben wir kein Bock mehr, oder was? Komm her, du blöder Vogel! Fuck, daneben. Was macht er denn, Alter? Bleib doch mal hier jetzt! Gut, er ist da. Warte nicht aufsammeln. Ja. So, genau. Was ist Gecko? Wo ist mein Grabstein? Fuck, der ist oben auf dem Boot, natürlich. Oh. Na los, verhaut ihn! Ist ja schon das zweite Mal, dass wir ihn verhauen haben. Ach, der Michi hatte Werbung. Oh. Kamikaze-Tab, danke fürs Klippen, Michi. ja, scheiße, wie komme ich jetzt auf den Boot ruf? Von der anderen Seite, wa? Ich sehe dein Grabstein von hier. Ja. Genau an der Kante sitzt er. Ja.
Ja, aber da war der letzte Punkt, den ich auf der Erde berührt hatte. Hab uns was mitgebracht. Kannst du dich mal kurz kümmern? Danke. Weil ich bloß noch 32 Lebenspunkte habe aufgrund von Giftschaden, den ich komischerweise schon wieder bekommen hatte. Wo will er denn hin, halt? Natürlich. Wirklich? Komm schon. Wie komme ich jetzt auf das Scheißboot rauf, ohne erst wieder auf den Baum klettern zu müssen? Von hinten? Nee. Du kommst jetzt erstmal zu mir hier, wir müssen erstmal die Höhle aussuchen. Oh, ich bin unter Boot, da ist auch Schutz. Achso, gut, dann komme ich da hin. Also nur zur Erklärung, Raya, wir mussten ihn jetzt noch ein zweites Mal machen, den Boss. Erste Mal war easy peasy, zweite Mal bin ich halt abgestürzt. Und machen mussten wir jetzt ein zweites Mal, damit der Fenrir auch Fortschritt bekommt. Das heißt, der Kai muss man beim nächsten Mal die zwei Bosse auch noch machen, ne, für den Fortschritt. Mhm. Ja. Darf ich auch was haben, bitte? Bitte? Achso, du hast, ja, stimmt ja. Ja, mein Zeugs ist oben. Was willst du denn haben? 30er Essen und ein Trank oder Pflaster. 30er Essen und ein Trank oder Pflaster, alles klar. Ja. Genau, ich wollte nur zeigen, wie man es nicht macht, genau. So. Und wir brauchen kein Wundermensch, denn Rea, wir sind hier geschützt unterm Boot. Ja, ja, ist doch alles gut. Jetzt werf das Ding noch weg, so. Dankeschön. Mit denen. Eskalation. So, siehst du, Sturm ist da. Und ich nehme null Schaden unterm Boot. Wir müssen nur überdacht sein. Es geht auch unter Ästen und Wurzeln und in Höhen. Ja, sobald du das Überdacht-Symbol unten hast, bist du genau. Hier kann man auch eine geile Base reinhämmern, ne? Wenn ich als der blöde Affe da wieder spawnen würde. Ja. Ach so, du meinst, um auf das Boot zu kommen im Fundament? Ja, das ist eine Idee, da hast du recht. Brauche ich jetzt nur Material, was so auf dem Boden rumliegt, weil meine Werkzeuge sind ja oben auf dem Boot. Aber mal rein theoretisch, wenn hier wirklich ein richtiger Sturm wäre, wir würden wegfliegen. Ja, ich verstehe halt auch nicht, warum er erfriert. So, ja. Keine Ahnung, das ist ein Blödsinn. Erschließt sich mir jetzt nicht so. Oh, erstmal die Musik leiser macht, ich muss ja schon richtig rumbrüllen, ey. So, es klappt wieder auf. Oh. Wir beide vergessen aufzustehen. So, also, was brauchen wir? Fasern, Holz und einen Bauhammer. Oh, den hast du ja bei, oder? Ja. Gut. Holz Nummer 1. Robin? Hier ist einer. Man braucht nicht Baum, man kommt von oben drauf. Wie wär's, wenn du einfach zu mir kommst? Ja, bin gerade auf dem Weg gewesen. Beim Holzsammeln auch dran gedacht. Ja, pass auf, das ist arschig hier schon wieder an der Kante. Aha. Wie bei mir damals, da wo ich an die Klippe da runter geflogen bin. Yippie! Ich hab mein Holz. Matthias, mach's gut, mein Lieber. Danke, dass du da gewesen bist und bis bald wieder. Sag mal, ist jetzt schon wieder Sturm, das reicht jetzt aber langsam. Es ist. Also gefühlt ist das Wetter hier nur für den Arsch, Alter. Ja. Also mal Sonne so schön hast du hier kaum. Warum habe ich jetzt schon wieder den Speer in der Hand eigentlich? Hast du nicht letztes Mal noch so großkotzig gemeint, du kämpfst immer mit Speer? Ja, aber ich frage mich, warum ich ihn in der Hand habe. Ich wollte doch eigentlich mit dem Hammer. Außerdem hast du doch gesehen, dass ich mit dem Speer platt gemacht habe. Er ist schon wieder am Looten, ey. Na, wenn ich hier schon Rinde sehe, nehme ich sie gleich mit, bevor wir sie später wieder brauchen und dann extra holen müssen.
Da ist noch ein Gecko. Oh, da liegen sogar noch Knochen von ihm davor da. Und heute. Heute! Heute, Junge, heute! Pelz! Oh. Gut. Na dann, ab nach oben. Ach, wir können mal kurz durchreparieren hier. Ah, mein Streitkolben hat's zerrissen. Ein Insektenstachel. Oh. Man war zu Hause, ja. Ihm wird schon wieder kalt? Ach komm schon! Hä? Wieso wird ihm kalt? Weil doch nicht ganz Frühling ist anscheinend, oder ist noch zu kalter Frühling? Bei mir wird nicht kalt, komischerweise. WB Gandalf. Genau, Matthias. Mir juckt immer der Lootfinger. Bevor wir dann jetzt im Sumpf gehen, muss ich mir noch ein paar Pfeile craften. Mhm. Hau ab, du Arschwarze. Wir müssen ja sowieso nach oben jetzt für deine Reparatur. Ja. Alter. Was denn? Wieso friert dein Typ so? Ich sag nicht. Ihm scheint kalt zu sein. Hast du noch den Buff drin wegen Essen? Nee. Hm. Hab mir erst eine Suppe rein jetzt, wie Bild. Oh, wo bin ich denn jetzt hin, Alter? Sag mal. Du bist da, wo es gleich safe eins ins Gesicht gibt. Oh oh. Oh. Jetzt habe ich ein Gift gekriegt. Sorry, könnte auch von mir gewesen sein. Ja, ja. Jetzt ist mir auch kalt. Was? Lol. Muss man nicht verstehen, ne? Na, Axaran hat davon auch schon. Der Axaran hat davon auch schon geschrieben, die sind durch jetzt mit dem Spiel, aber es ist halt noch verbuggt wie die Hölle. Ah, und das war nicht als Wortspiel gemeint, weil wir gegen Käfer kämpfen, sondern wirklich. Der Axa denkt sich wahrscheinlich auch, Alter, die sind immer noch nicht mit dem einen Käfer durch, weißt du? Wir hatten ja auch andere Dinge zu erledigen. Und spielen halt nur einmal die Woche. Ja. Meiner friert Tatsache auch, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Hey, Vorhaut! Du hast es geschafft, mein Lieber. Ja, natürlich. Hat mich sofort angegriffen, die Bude. Alles klar, danke, tschüss. So! Das war die Kurzfassung des Textes. Und jetzt habe ich nämlich auch Lysandra auf meinem Navi oben hier. Jawohl. Ach ja, die muss ich gerade noch markieren. Wir sind durch. Nun sind wir am Bauen und Sammeln. Kisten müssen voll werden. Ah. Achso, ihr spielt nach der Story noch weiter. Das ist natürlich auch was Schönes. Ja, werde ich aber auch machen. Also jetzt nicht Let's Play-mäßig, aber so, ne, privat. Ja. Werde ich auch noch ein bisschen da rumfimmeln. Wo bist du? Beeren sammeln. Alter Schwede, ey. Ich bin gerade nämlich an unserer ersten Base vorbeigekommen und hab mich dran erinnert, warte mal, hier gibt's doch noch Beeren ohne Ende, diese dunklen Beeren. Robin, es ist nachts, ne? Nur für Info. Oh. Das macht die Gerberböcke, die gerade getötet habe oder gerade dabei bin, diese töten auch nicht wieder lebendiger. War eigentlich auf dem Weg hoch zu unserer Base und bin dabei falsch abgebogen anscheinend. Du und Orientierung, Alter, das ist... Das ist wie mit der Motivation bei mir. Mo was? Mojito. Ach so, ja.